Peppa und ihre Familie sind im Supermarkt. Sie begeben sich jetzt zur Kasse, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Ihr könnt die Selbstbedienungskasse benutzen. Bei der Selbstbedienungskasse kann man seine Einkäufe selbst einscannen und bezahlen. Was für ein großer Einkaufsroboter! Wollt ihr zwei alles einscannen? Ja, bitte! Hallo, liebe Kundin! Hallo, Einkaufsroboter! Stellt die Taschen bitte in den Einpackbereich! Tasche! Ja, Schorsch! Mamas Handtasche ist eine Tasche! Diese Tasche ist die falsche Tasche! Der Einkaufsroboter braucht Einkaufstaschen! Diese Tasche ist die richtige Tasche. Ja. Bitte Artikel einscannen. Piep. Peppa und Schorsch macht das Einscannen Spaß. Artikel nicht erkannt. Nochmal einscannen. Piep. Artikel immer noch nicht erkannt. Nochmal einscannen. Viele Einkäufer warten darauf, den Einkaufsroboter benutzen zu können. Artikel nicht erkannt. Es funktioniert nicht. Artikel nicht erkannt. Artikel nicht erkannt. Artikel, 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 Artikel erkannt. Ja! Bitte gib 10 Saftkartons in den Einpackbereich. 10? Das kann nicht stimmen. Wir brauchen nicht so viel Saft. Saftkartons entfernen. Mehr Saft hinzugefügt. Bitte gib 60 Saftkartons in den Einpackbereich. Abbrechen! So sollte es klappen. Mama Wutz kennt sich mit Computern aus und mit Einkaufsrobotern. Wie scannt man das ein, Mama? Die Ananas hat kein Etikett, das man einscannen kann. Man muss sie auf dem Bildschirm suchen. Tannenzapfen? Nein. Pinienkerne? Nein. Ananas. Hier ist sie. Ja! Artikel ist zu leicht. Und wie ist es jetzt? Artikel ist zu schwer. Fehler, 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 das Fehler. Drückt auf den Knopf an der Seite. Jeder im Supermarkt versucht zu helfen. Das Etikett ist fehlerhaft. Viele, viele. Roboter ist kaputt. Entschuldigt, ich bin zurück. Wer ist der Nächste? Na super. Jeder liebt es, einkaufen zu gehen. Bitte Artikel einscannen. Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und 2 Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir. Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's. Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier. Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier, Dinosaurier, Dinosaurier. Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Fantastisch! Und mit ein wenig Spielzeugladen-Magie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Heizen! Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je, die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen.
Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja. Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Whee! Warte auf uns, Peppa. Whee! Wow. Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh. Was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Und du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Hi. Peppa geht heute in Luisa Löffels Bau. Tschüss, Mama. Oh. Peppa ist heute bereits in Luisa Löffels Bau. Peppa ist hier, um ein neues Videospiel zu spielen. Es heißt... Karottenfinder. Möchtest du es spielen? Ja, bitte. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Oh je. Peppa weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Aber es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du das Spiel startest, Luisa. Oh ja, ich wusste das. Als erstes suchst du ein Häschen aus. Dann hoppelst du herum und findest die Karotten. Oh ja. Peppa ist einsame Klasse im Spielen von Videospielen. Aber bei dem hier braucht sie vielleicht etwas Hilfe. Oh. Zeigst du mir, wie man Karotten findet, Luisa? Genau so. Ja! Ich bin gut darin. Oh. Ich bin dran. Wow! Luisa Löffel ist wirklich einsame Klasse in diesem Spiel. Wow! Du kannst wirklich super gut Karotten finden, Luisa. Ich habe ja auch ganz viel Übung darin. Wollen wir jetzt zusammen spielen? Man kann als Team spielen. Ja! Juhu! Hab sie! Ja. Hier ist eine! Da ist eine! Whee. Karotten! Neue Rekordpunktzahl! Hurra! Peppa und Luisa sind zusammen ein sehr gutes Team. Rosi, Robby, was macht ihr denn da? Hä? Hallo, ihr beiden! Habt ihr die Zwillinge gesehen? Sie sind mit unserem Essen davon. Wir werden sie finden. Wir können nämlich gut Karotten finden. Und Babyhäschen. Einen hab ich, Rosi. Hab dich. Hier ist Nummer 2. Robby, hab ihn. Ist noch gut. Peppa und Luisa sind sehr gute Karottenfinder. Ja! Hurra! Das Essen ist gerettet. Im Grunde sind Peppa und Luisa sogar wirklich einsame Klasse im Karottenfinden. Peppa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch. Warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Man wird nass. Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wäre es mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Ui. Hier setzen wir uns hin. Aber nachher. Komm schon, Mama. Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Aha, stopp!
Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsen nach vorne. Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Viel Vergnügen. Los geht's. Oh, hier ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki. Bereit? Ja! Nein. 5-1. Und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Tja, endlich bin ich trocken. Yeah. Nein, ich bin hier. Yay! Yay! Das war fantastisch! Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch. Fahren wir nochmal! Ja! Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Ja! Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gerne alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeerpferdeschwanz. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutschermaschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So fruchtig. Guckt mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseidenmaschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow! Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeitenmaschine und keine Geldmaschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Oh. Es ist eine Schokoladenmünze. Schokolade! Hurra! Peppa liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen.
Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt. Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Woods Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Es steckt wieder fest. Böse Ananas. Oh. Ha, dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk. Oh nein, mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh! Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen. Fertig. Dann geht es Ich probier's gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Yeah. Und das. Seiner. Und natürlich das. Yeah. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am
Bus drehen sich rundherum den ganzen Tag. Meh, spielen wir? Ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein. Einen super großen Lastwagen. Oh. Hallo, Herr Rolle. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Mama und Peppa sind heute mit Schorsch zum Arzt gegangen, wo er untersucht werden soll. Hallihallo, ich bin Dr. Peppa Wutz. Hallo, Dr. Peppa Wutz. Ich bin Schwester Frau Mimmel. Und das ist Dr. Braunbär. Bereit für die Untersuchung, Schorsch? Nein! Schorsch ist heute zum allerersten Mal beim Arzt. Er ist daher etwas nervös. Keine Angst, Schorsch. Der Arzt will nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Ganz genau. Komm mit uns. Vergiss nicht dein kleines rotes Buch. Als erstes müssen Frau Mümmel und Dr. Braunbär messen, wie groß Schorsch ist. Oh. Stell dich bitte hier hin, Schorsch. Nein! Schorsch hat etwas Angst vor dem Größenmessgerät. Wie groß bin ich, Frau Mümmel? Oh. Wow! Du bist schon richtig groß, Peppa. Du wirst schon bald erwachsen sein. Schorsch will wissen, ob er auch richtig groß ist. Wow, du bist ja schon so groß, Schorsch. Jetzt wird Schorschs Gewicht gemessen. Und zwar mit einem besonderen Gerät, das sich Waage nennt. Oh. Dieses Gerät wird uns zeigen, wie viel du wiegst, Schorsch. Und man kann darauf auch sogar super hüpfen. Schorsch liebt es zu hüpfen. Und stopp! Und weiter! Jetzt ist es an der Zeit, Schorschs Herzschlag abzuhören. Das macht man mit einem sogenannten Stethoskop. Das könnte sich kalt anfühlen. Das Stethoskop ist sehr kalt. Hier, nimm, Schorsch. Damit kannst du meinen Herzschlag abhören. Schorsch gefällt es, Peppas Herz abzuhören. Du bist sehr tapfer gewesen, Schorsch. Daher kriegst du einen Aufkleber. Dinosaurier! Und auch einen für Dr. Peppa Wutz, weil sie uns so sehr geholfen hat. Hurra! Peppa und ihre Familie haben im Supermarkt viele Lebensmittel eingekauft. Und jetzt knurrt ihnen der Magen. Was gibt's zum Essen? Mein Magen macht schon knurrende Geräusche. Heute Abend machen wir zusammen Tacos. Ja! Aha. Was ist ein Taco und wie macht man den denn? Es ist ein leckeres Gericht aus Mexiko. Und Tacos macht man am allerbesten. Alle zusammen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz waschen Gemüse für ihre Tacos. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gemüse sauber ist. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, plitsch, platsch.
Jetzt sind Peppa und Mama Wutz auch schön sauber. Weil das Gemüse jetzt sauber ist, können wir vorsichtig Zwiebeln schneiden. Hier, bitte, Papa. Was ist los, Papa? Magst du keine Zwiebeln? Oh, keine Sorge, Peppa. Der Zwiebelsaft sorgt manchmal dafür, dass einem die Augen tränen. Ich muss mir nur die Augen mit etwas abdecken. Ich hab's! Peppa weiß, wie man seine Augen perfekt vor den Zwiebeln schützen kann. Die ist perfekt, Peppa. Ah, gibt's wieder Zwiebeln, Papa Wutz? Jetzt machen wir ein wenig Guacamole. Hurra! Ich liebe Guacamole. Dann zerdrück schon mal die Avocado, Peppa. Peppa macht das Zerdrücken der Avocado großen Spaß, weil dabei gekleckert wird. Ups. Vielleicht ist es besser, wenn du es langsamer machst. Perfekt. Jetzt kommen andere Zutaten dazu. So, und auch noch ein Spritzer einer Limette. Spritzer! Na gut, Schorsch, du gibst den Limettenspritzer hinein. Oh, zum Glück habe ich noch meine Schutzbrille auf. Jetzt sind alle Zutaten fertig und es ist Zeit, daraus Tacos zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Nehmt eure Tortilla in die Hand. Und gebt eure Lieblingszutaten darauf. Peppa hat am liebsten Tacos mit ganz viel Guacamole. Schorsch hat am liebsten leere Tacos. Mama und Papa Wutz bevorzugen Tacos mit allen Zutaten. Alle finden ihre Tacos richtig lecker. Aber ihnen ist die Füllung auf den Teller geflutscht. Hurra! Jetzt können wir sie wieder in den Taco geben. Peppa hat heute Luzi Locke und Emily Elefant zu einem Spielenachmittag bei sich zu Hause eingeladen. Schorsch hat seinerseits Edmund Elefant und Linus Löffel zum Spielen zu sich eingeladen. Wir hätten wohl nicht alle diese Kinder am selben Tag einladen sollen. Kuckuck, wir sind's nur. Oh. Wir kommen später wieder. Lasst uns mit den Bauklötzchen ein Schloss bauen. Peppa und ihre Freunde haben beschlossen, mit bunten Bauklötzen zu spielen. Aber Schorsch und seine Freunde haben beschlossen, ein Spiel zu spielen, das mehr Lärm macht. Oh nein! Ein Dinosaurier! Lauf! Schorsch spielt liebend gern Dinosaurier. Nicht so schnell, Schorsch! Hab's gleich! Moment! So! Hurra! Aber Schorsch ist nicht besonders vorsichtig. Geht's dir gut, Peppa? Ja, mir geht's gut. Oh je, Schorsch tut es sehr leid, dass er Peppas Schloss umgehauen hat. Ist in Ordnung. Es war doch nur ein Unfall. Würde es euch nicht Spaß machen, alle zusammen zu spielen? Ja! Ich weiß, was wir spielen können. Alle helfen Peppa bei den Vorbereitungen für das Spiel. Puh. Und Schorsch teilt allen ihre Kostüme aus. Jetzt sind alle bereit. Das Spiel kann losgehen. Du meine Güte, wir brauchen Hilfe. Sind hier irgendwo tapfere Ritter? Brauchen Sie etwa Hilfe, Frau Königin? Keine Sorge, wir halten Sie auf. Mit Magie! Der Spielenachmittag bei Peppa und Schorsch macht allen großen Spaß. Kommen wir morgen wieder. Und alle lieben es, zusammen zu spielen.